Ja, da bin ich wieder mal heute mitten im Wald. Warum habe ich diesen Hintergrund gewählt? Weil von da die Sonne kommt. Das Licht ist besser. So, der Titel, mit dem ich euch hierher gelockt habe, ist natürlich völlig irreführend. Die 10 besten Wildkameras, die kann es gar nicht geben. Aus dem einfachen Grunde, weil jeder hat so seine persönlichen Favoriten, seine persönlichen Ansprüche, wie er an die Sache rangehen will. Deswegen erzähle ich euch stattdessen, welches ich für die besten Kameras halte. Dazu habe ich mir extra wieder mal einen Stichpunktzettel gemacht und ihn ausnahmsweise mitten in den Wald geschleppt. Mein wichtigster Punkt ist Geld. Das ist nicht verwunderlich. Geld ist eine feine Sache. Es ist flach, lässt sich gut transportieren, ist fortlaufend nummeriert. Aber ich hänge es ungern in den Wald. Das heißt, es gibt wirklich gute Kameras für 500 Euro. Aber ich habe nicht den finanziellen Hintergrund, dass ich es mir leisten könnte, so ein Ding einfach irgendwo in den Wald zu hängen, in der Hoffnung, dass es morgen noch da ist oder auch nicht. Demzufolge ist für mich also der wichtigste Punkt, was kostet der Spaß? Das heißt, meine persönliche Obergrenze liegt dann so bei 130, 140 Euro. Wichtig dabei ist mir, dass der Kram dann immer noch gesichert ist, also sprich eine Kurzsicherung zum Beispiel. Ja, und in der Preisregion, in der Qualität mit dieser Ausstattung gibt es nicht viel. Es muss für mich auf jeden Fall No-Glow sein, weil wenn die Kamera nicht geklaut werden soll, dann darf sie halt im Dunkeln nicht leuchten. Das gilt jetzt vielleicht im Wald nicht ganz so viel, weil so viele Leute schleichen nachts auch nicht im Wald umher. Es sei denn, man will welche finden, dann schleichen genau von denen man nicht will, dass sie die Kamera sehen, die schleichen da rum. Und dann gibt es eigentlich nur einen Kandidaten in der Preisliste von, ich glaube, 123 bis 140 Euro, je nach Anbieter. Das ist weiterhin die Wild Vision 5.0 Full HD. Ein blöder Name, aber eine gute Kamera. Ein Nachteil der Kamera sollte man erwähnen, sie sind Batteriefresser. Also immer wenn Kameras viele, viele LEDs haben, dann machen sie zwar tolles Licht, aber fressen entsprechend Strom. Das merkt man vielleicht noch nicht so, wenn man sie als Weidmann irgendwo in den Wald hängt oder als Überwachungsdings da. Aber beispielsweise, wenn man Zeitrafferaufnahmen macht, spaßeshalber. Ich habe das mal hochgerechnet. Also alle 30 Sekunden ein Bild. Dann liegt man innerhalb von 24 Stunden bei knapp 3000 Bildern. Davon, unterschiedlich im Sommer oder im Winter, sagen wir mal grob die Hälfte mit LED-Unterstützung, weil es schon dunkel ist. Ja, und da ist der Batteriesatz leer an einem Tag. Ne? Das geht fix. Das, wie gesagt, im Revier fällt das nicht so auf, aber ist schon eine Ansage. So, wenn man jetzt mir diesen wichtigen Punkt, Kurzsicherung habe ich hier extra nochmal stehen, aber wenn man den wichtigen Punkt No-Glow weglässt und sagt, okay, ich will damit nur in den Wald und Rehe fotografieren und die klauen keine Kameras, das heißt, sie darf im Dunkeln ruhig ein bisschen leuchten, da sieht es ganz anders aus. Dann gibt es eine ganze Menge Kandidaten, die von der Bildqualität her der Sache schon sehr nahe kommen. Ich habe mir da erstmal so eine Liste gemacht. Also grob kann man sagen, tagsüber Bildqualität. Die Acorn sind nicht schlecht. Die ganze Multri-Serie, alles was mit M anfängt, bei Multri, nicht mit A. A will ich die Finger von lassen. Was mit M anfängt, kann man nehmen. Die Maginon WK3, die berühmte Aldi-Kamera, also die WK3, nicht die 1 oder 2, hervorragende Bilder. Hat halt so ein großes, viereckiges, weißes Display mit 40 LEDs oder so. Das ist tagsüber schwierig zu tarnen. Dann die beiden Technax-Kameras, also sowohl die TX44 als auch die TX09. Die eine sieht aus wie ein Vogelhäuschen, die andere hat so ein komisches Design, ich weiß nicht wie. Machen tagsüber ganz hervorragende Bilder. Die JTEC Hunter, das ist diese winzig kleine im Tarndruck, die man teilweise, also man kriegt sie bei Plus immer noch, ich glaube, für 59 Euro, für Real, ich kriege Plus und Real immer durcheinander. Ich glaube bei Real im Online-Shop für 59 Euro. Ja, und dann die Medion MD87008, das ist meines Wissens die einzige Medion-Wildkamera, die es gibt. Macht hervorragende Tageslichtbilder. Dafür finde ich, dass die Nachtbilder nicht ganz so gut sind. Und vor allem hat die Medion überhaupt keinen Schutz, also keine Codesicherung, keine Vorhängeschlosssicherung, eigentlich überhaupt nichts. Dazu, was sage ich dazu? Ich habe jetzt tatsächlich noch eine JTEC Hunter gekauft. Wie gesagt, das ist diese kleine hässliche mit dem grottenschlechten Bedienungsmenü, der Abwesenheit von Bedienungskomfort, weil ich habe jetzt halt diesen intensiven Vergleich der ganzen Bilder. Und wenn ich mir sowohl die Tagsbilder als auch die Nachtbilder ansehe, dann muss ich sagen, das ist schon verdammt gut.
Und dann kriegt man das Ding alle Jubeljahre für 55 Euro und normalerweise für 59 Euro im Online-Shop. Da sage ich, scheiß auf schlechtes Menü. Also solche Bilder für den Kurs, sorry, kann man nicht viel besser machen. Also ich sage, für mich ist halt die Geldgewichtung eine wichtige. Und wenn ich sage, ich will richtig gute Bilder, und zwar sowohl tags als auch nachts, dann führt bei dem Preis nichts an dem Ding vorbei. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Technax-Kameras, die aber auch tagsüber hervorragende Bilder machen. Aber nachtsüber können sie halt der Hunter das Wasser nicht reichen. Und sie sind auch ziemlich abgedreht. Also Menüführung ist auch nicht gerade deren Stärke. Was haben wir denn noch für einen Gesichtspunkt? Bildqualität nachts. Ja, da sieht es teilweise eben doch recht anders aus. Da liegt die JTAG Hunter, wie gesagt, relativ weit vorne. Es gibt natürlich insgesamt Besseres, aber dann liegen wir auch schon wieder preislich in einer anderen Kategorie. Videoqualität muss ich mal einflechten. Ich teste Videoqualität nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil das kostet mich jetzt schon genug Zeit, was ich hier alles treibe mit diesen Bildkameras. Und wenn ich die Videoqualität auch noch machen würde, das wäre nicht nur eine Verdoppelung des Aufwandes, sondern das muss ja auch noch geschnitten werden und Videobearbeitung, und das frisst ewig Zeit. Also habe ich Besseres zu tun und deswegen teste ich die Videoqualität nicht. Wer wirklich Video braucht, dann würde ich sagen, ab nach YouTube. Da gibt es jede Menge Videos zu fast jeder Kamera. Und man muss natürlich dann so ein bisschen dran denken, wer so ein Video hochlädt, hat wahrscheinlich das Beste genommen, das er jemals gekriegt hat. Also man muss immer so ein bisschen was abziehen von dem, was man bei YouTube sieht. Und ihr müsst dran denken, auch wenn die Kamera Full HD aufnimmt, dann heißt das nicht, dass ihr ein stochenscharfes Full HD Nachtvideo bekommt, geschweige denn Full HD Tagvideo. Sondern da ist viel Interpoliere im Spiel. Also wenn es dann so 640x480 abgespielt wird, also im kleinen YouTube-Format, wirkt es deutlich besser. Den Tipp gebe ich euch. Die ganze wie heißen die, Blips? Also diese kleinen weißen Störimpulse, die man in den Nachtvideos sonst drin hat, die sind dann praktisch unsichtbar. Die kann man sogar rausrechnen lassen, wenn man es eh verkleinert. Ja, um es mal zusammenzubringen, beste Kameras, meine persönlichen Favoriten. Die Nummer 1 ist für mich nach wie vor die Wide Vision Full HD. Mit der Berücksichtnahme, die kostet halt auch um die, oder wie gesagt, 120 bis 140 Euro, so den drehe ich die wohl. Für das Geld kann ich mir zwei kleine JTAG Hunter kaufen. Dafür ist aber die JTAG Hunter im Dunkeln zu sehen, also für ernsthafte Überwachungsaufgaben eher nicht geeignet. Dafür ist sie kleinhandlich, also fürs LARP wie geschaffen. Welche mir auch sehr gut gefällt, ist die WK3. Die Maginon WK3 ist auch gute Qualität, ganz hervorragend, ist schwieriger zu tarnen halt wegen des weißen Feldes. Und ich glaube, die Kurzsicherung, die drin ist, die lässt sich einfach durch Überspielen eines Updates wieder löschen, was sogar in der Bedienungsanleitung so steht. Damit ist die Kurzsicherung natürlich völlig witzlos, also das sollte man im Hinterkopf behalten. Welche mir auch gefällt, ist die WK5A1. Ich habe, wie gesagt, so eine Art Nachfolger der WK3. Hat im Unterschied zur WK3 schwarze LEDs, die zwar auch leuchten, also auch rötlich leuchtend zu sehen sind, aber tagsüber sind natürlich schwarze LEDs viel leichter zu tarnen oder zu übersehen als weiße. Und das Ding hat ein Fischauge, also 90 Grad Winkel. Ist natürlich ein bisschen speziell, also für die Wildbeobachtung würde ich sie vielleicht nur begrenzt für geeignet halten, aber für Überwachungsaufgaben ist das ganz okay. Oder generell, wenn einfach wenig Platz da ist. Man muss sich aber auch da mal vielleicht meine Probebilder auf meiner Homepage angucken. Wenn die Polizei auf so einem Weitwinkelbild ein Gesichter identifizieren soll, wird es echt schwierig. Also sollte man im Hinterkopf behalten dabei. Welche gefällt mir denn noch? Ja, wie gesagt, die Technax-Dinger finde ich doch auch toll. Aber in meinem persönlichen Bestand habe ich derzeit, ich glaube, zwei Wild Visions, eine JTAG Hunter, eine WK5A1 und ich glaube, das war's momentan. Alle anderen habe ich im Laufe der Zeit wieder veräußert. Wo ich gerade dabei bin, könnte ich vielleicht noch sagen, die ganzen Videos, die ich gedreht habe über Wildkameras, da tut man immer gut dran, sich das Datum anzusehen, wie alt ist das Video. Denn ich bin schlauer geworden im Laufe der Zeit. Ich habe ja in meinem ersten Video gleich gesagt, ich bin ja totaler Anfänger in dem Thema gewesen und habe mich dann schlau gemacht im Laufe der Zeit. Mittlerweile bin ich bestimmt kein Anfänger mehr, aber es gibt ein, zwei Punkte, wo ich rückblickend in den Videos gesagt hätte, naja gut, das hätte ich jetzt vielleicht nicht ganz so bewertet, nicht ganz so hart oder nicht ganz so weich oder wie auch immer. Aber insgesamt haben die schon noch ihre Richtigkeit. Nur trotzdem sollte man sehen, je älter das Video, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich heutzutage meine Ansicht vielleicht ein bisschen revidieren würde. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ne? Es ist arschkalt
gut, dass ich warme Klamotten anhabe. Ja, wenn mich jetzt einer fragt und sagt, du, welche Kamera soll ich kaufen? Ich glaube, meine erste Antwort wäre JTEC Hunter. Quatsch. JTEC Hunter. Weil einfach dieser Preis, 59 Euro, also kannst du drehen und wenden, wie du willst, da führt kein Weg dran vorbei. Interessanterweise habe ich mal nachgeforscht, ich gucke hin und wieder nach, aus welcher Fabrik kommen die Dinger eigentlich. Kommen natürlich alle aus China. Die ausgerechnet, die Wild Vision Full HD und die JTEC Hunter kommen beide aus derselben Fabrik. Die eine, nämlich die Wild Vision Full HD, wird auf Chinesisch geführt als C4 2.6C, glaube ich. Und die Hunter wird als 2.8C oder so ähnlich geführt. Das erklärt vielleicht, dass beide zwar eine total gute Bildqualität haben, auch nachts, also die Qualität ist wirklich ähnlich, aber viel unterschiedlicher könnten Gehäuse, Bedienung und Ähnliches eigentlich nicht sein. Also die haben optisch und auch bedientechnisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Trotzdem sind das die beiden einzigen Kameras meines Wissens, die jetzt aus diesem Hause kommen. Andere haben dann irgendwie ein ganzes Sammelsurium von den Dingern und die haben genau diese zwei Kameras und ja, beide gut und beide ein bisschen exzentrisch. Ja, ich glaube, das reicht. Genug gefaselt, heute mal im Wald, weil ich habe mir einen schönen neuen blauen Hintergrund zum Wald einblenden gekauft, aber der ist viel zu dunkel, das ist ein dunkelblauer Hintergrund. Der wird also jetzt bei mir ins Wohnzimmer verfrachtet werden müssen. Und die Tage kommt jetzt ein mittelblauer Hintergrund, den ich also auch wieder sehr schön durch Wald ersetzen kann, aber der kommt erst die Tage und deswegen dachte ich mir, wo ich heute sowieso gerade im Wald bin, dann drehe ich das Video halt im Wald. Deswegen schaukelt ihr auch, weil ihr seid mit einer GoPro einfach an einen Zweig geklipst. Das kann ich auch beweisen. Ich kann jetzt einfach den Clips hier anmachen, von dem noch schaukelnden Zweig, die GoPro hochwerfen und auffangen. Und ihr seht, es ist wirklich eine GoPro. Ich müsste jetzt einen Spiegel eigentlich dran bauen. Dann könnte man sehen, was es ist. Aber ja. So, ich glaube, das reicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.